Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen in der Samenbank. Klingt komisch, ist aber so. Oh, was für eine geile Musik. Kennt ihr? Was ist denn das nochmal für ein Song? Schönes Lied. Er ist am Tanzen hier. Greift er mich an? Ja, ich hoffe nicht. Ist das nicht irgendwie Airwave oder so, das Stück? Super schönes Lied. Schöne Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Okay, das haben wir gut hinbekommen. Oh Mann, der soll sich schneller wieder aufladen. Woher kommen die denn immer? Du hörst auf, den wieder aufzubauen. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Shit. Boah, ich muss unbedingt mehr auf diese scheiß Dinger achten, ne? Hi. Na, komm doch her. Na, komm doch her. Oh, scheiße, da ist wieder so ein Ding. Super, dass man das hier so über Eck erledigen kann, quasi. Shit. Die Musik ist schon ziemlich geil, ne? Kann man schon sagen. Nice. Das war's. Dann krieg ich den auch noch weg, glaube ich. Was? Was, 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 was? Wo kommst du denn her? Da ist noch eine. Na bitte.
Das haben wir doch mal schön remote erledigt, würde ich sagen. Da ist eine scheiß Kamera wieder. Aua! Aua! Wo kommt ihr denn so plötzlich alle her? Boah, so viele! Immerhin gibt es immer gut Teile, wenn man die niedermäht. Nun gut. Sag mal, ich hab dich doch schon gekillt. Haha. Fahrstuhl? Ich hasse Fahrstühle. Verständlich, oder? Hallo Zenz. Ich muss den Boden wischen? Passiv? Wieso das denn? Ich traue Fahrstühlen nicht. Komme ich nicht ran. Schade. Da komme ich wahrscheinlich zurück, ne? Komme ich wahrscheinlich hier wieder raus. Technik. PM-Munition. Dass man manche Schränke gar nicht öffnen kann, ist schon ein bisschen seltsam, ne? Was soll es sein, Major? Waffen oder fähig? Fähig. Danach geht der Satz nicht mehr weiter. Nun gut, was haben wir denn hier? Das haben wir alles schon, ne? Jawohl. Elektrifizierte Ziele erleiden mehr Schaden. Das finde ich doch ziemlich geil. Was kann ich hier machen? Weitere Verbesserungen des Anzugs erhöhen deine maximale Gesundheit. Das finde ich auch nicht schlecht. Zusätzliche Cluster-Munition-Kapazität. Aha. Erfrierung haben wir noch gar nicht. Dein Handschuh kann Ziele und Oberflächen mit einem Strahlkampfpolymer beschießen. Achso, das war das. Genau, der Polymer-Schild. Waffenverbesserungen erweitern die Rezirkulationskammern der Waffe um eine weitere Energiezelle. Das weiß ich immer noch nicht, was das heißt. Aber das habe ich ja auch sowieso. Das könnte ich ja nur ablegen. Das heißt, wir machen den Schock hier weiter, ne? Nice. Wunderbar. Autorisierung.
Major. Ausreichende Ressourcen, dann bauen wir doch mal die PM, würde ich sagen. Yuppie! Hier haben wir echt ziemlich wenig Munition für, ne? Waffenergonomie. Verwende Energiewaffen, Schusswaffen und Nahkampfwaffen mit Bedacht, um deine Ressourcen effizient einzusetzen. Ja, das ist jetzt echt, ne? Das ist ein ganz schönes Ding hier. Feuerkartusche. Naja, da kann ich, komme ich auf jeden Fall hoch. Ich wollte nur gucken, noch, ob hier noch irgendwas ist. Scheint aber nicht so. Doch, da. Komme ich doch jetzt ziemlich leicht rüber, oder? Also ich komme da auf jeden Fall rüber. So nämlich. Ist das da unten noch eine Kamera? Ach, hier bin ich wieder hier. Hier bin ich wieder am Anfang. Aber das Ding da drüben ist noch nicht offen. Oh. Hä? Check ich nicht. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Okay, warum musste ich jetzt das untere auch noch machen? Das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. So, hier komme ich also wieder zurück. Das ist doch fein. Hep. Da drüben würde ich gerne noch drauf. Vielleicht komme ich da später noch hin. Keine Ahnung. Probieren wir erstmal das hier aus. Wow. Okay. Versuchen wir mal noch das hier aufzumachen, damit wir wieder rüberkommen, falls wir das irgendwann mal brauchen sollten. Werden da gerade Häschen freigelassen? Wieso denn Häschen? Was? Achso, falsche Seite. Kommen wir nicht rein. Hindernisse überwinden. Objekte, an denen du dich festhalten kannst, sind oft gelb hervorgehoben. Ach so. Ach, da kann ich hoch. Ah. Ah. Zusammenzucken. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein! Boah, das war scheiß knapp. Alter. Weil er nicht nachgeladen hat. Huiuiuiuiuiuiuiui. Aber hier gab es doch richtig gut Teile. Das ist doch fein. Klar. Die Frage ist, ob ich da rüber, da oben raufkomme. Probieren wir das mal aus. Yes. Komm ich. Teile muss man ja nicht verschwenden, nicht? So, speichern wir nochmal. Speichere Daten.
Gut, ich würde sagen, dann gehen wir weiter, oder? Da drüben war dann nichts mehr soweit. Und wir haben ein volles Haus! Alles klar. Was ist das denn jetzt? Ach so, genau andersrum muss ich es machen. Mist. So rum. Jetzt aber. Nett, dass die immer mal wieder variieren, diese kleinen Rätsel. Finde ich super. Fuck. Da hinten muss ich hin. Auch interessant. Aua. Das war tierisch dumm. Kann ich hier nicht rüber? Wie genau komme ich denn darüber? Einfach nur da rumlaufen, das ist ja simpel. Ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. Es ist tatsächlich Petrov. Ich habe geahnt, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt. Sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Zauberer. Also ich glaube noch nicht, dass Petrov tot ist. Ich weiß nicht, wie euch da so geht. Sören, die. Hallo Illuminatus, vielen, vielen Dank für 23 Monate Unterstützung. Tausend Dank. So. Oh nein, ich brauche noch eine Kerze. Aber kann ich die nicht einfach von oben nehmen?
brauche ich ja jetzt da nicht mehr, oder? Die kann ich doch mitnehmen hier. Oder nicht? Ja. Nice. Gut. Bin gespannt, was das noch ist. Fehler. Daten für das interne Mikroklima des PEC-4-Energiegenerators sind suboptimal. Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, 4 Sockel, 4 Behälter. Ja gut. Also die Mechanik von dem Spiel, ne, bring mir 3 davon, bring mir 4 davon, ist schon ziemlich offensichtlich. Das mag ich eigentlich nicht so, aber naja, es ist halt auch ein Shooter, ne, und kein Adventure, von daher. Achtung an alle Mitarbeiter. Bitte hört euch diesen Chibiter an und lasst ihn dort, wo er ist. Er soll alle daran erinnern, unter keinen Umständen Pflanzenproben mit nach Hause zu nehmen. Auch wenn sie noch so harmlos erscheinen. Pflanzen aus den Laboren können genetische Eigenschaften besitzen, die sich negativ auf eure Lebensqualität auswirken. Was im Labor gezüchtet wird, bleibt im Labor. Punkt. Punkt. Das Hauptverteilzentrum ist mit einer PEC-4-Birke geschmückt, dem Symbol des Vavilov-Komplexes und Krönung ihrer Forschungsarbeiten. Dank der Macht des Polymers und der gemeinsamen Anstrengung der vielen Werkstätten des Komplexes kann dieser Bau unter verschiedenen klimatischen Bedingungen gedeihen und dabei die Luft der Umgebung reinigen. Außerdem kann er Elektrizität erzeugen. Zur Demonstration haben die Vavilov-Techniker die PEC-4 an das Stromnetz des Komplexes angeschlossen. Wie sie gern betonen, wird ein ganzer Flügel der Anlage jetzt allein durch Birkenkraft betrieben. Birkenkraft. So, so. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Algologie-Werkstatt. Aha. Dynamo. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3. Zugang. Ja. Gewährt, wollte sie, glaube ich, sagen. So. 37. Ja, maximale Gesundheit können wir mal erhöhen, ne? Schon gar nicht so schlecht. Könnten wir verbessern. Die Länge und der Querschnitt des Griffs werden mathematisch an den Schritttempo, deine Größe und deine Körpermasse angepasst, wodurch sich die Angriffsgeschwindigkeit der mit einer Verbesserung versehenen Waffe erhöht. Das finde ich super. Angriffsgeschwindigkeit bei dem Ding ist super wichtig. So, 34. Wir haben leider nur 16. Das hätten wir genug, um es auf Stufe 2 zu bringen. Das können wir verbessern. Der EMP-Generator löst einen kurzzeitigen Ausfall robotischer Kontrollschaltkreise aus. Die Roboter verlieren für die Dauer ihre Funktionalität. Entladungsstärke beim Angriff verbessert. Was heißt das? Was die Entladungsstärke beim Angriff verbessert? Also erhöhter Schaden. Auch nicht schlecht. Ja, das will ich mal als allererstes machen hier. Nice. Und das können wir tatsächlich auch noch machen. Verbessert die Feuerrate.
So. Und damit sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi.